wir uns mal unseren Bach an, beim Jahrhunderthochwasser. Oh nein! Da hat schon alles vollgeschwemmt gehabt. Da sieht man, wie es reingedonnert ist. Oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je. Ah, darum ist ja schon, der Karl ist schon da. Oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt wissen wir, was los ist. Das ist das berühmte Jahrhunderthochwasser. Mal gucken. Oh je, oh je. Das kleine Neckarbeckel ist unter Wasser. Da sieht man auch den... Da vorne sieht man die Brücke. Da ist jetzt nicht mehr viel Platz. Das habe ich ja der Stadt schon 100-mal gesagt, dass da, wenn sich dann der Winkel bildet, zu der kleinen Brücke, das ist jetzt noch ein Viertelsmeter, dann überschwemmt da das Gebiet. Wahnsinn. Und da ist ja wahrscheinlich vorne die Kirche unter Wasser. Also hier ist auch schon runtergekommen. Wahnsinn, und schon mit Sandsäcke aufgefüllt. So, jetzt sind wir am kleinen Brückle. Vor dem Ding. Also da ist ja noch richtig viel Platz. Wenn auch dann so Kiko, wenn dann ein bisschen das Wasser vielleicht bald reinkommt. So, das ist jetzt der kleine Bach zu dem, was hier dann bald bebaut wird. Und da sieht man diese Überschwemmung, die bis an den Rand ging. Das heißt, hier noch ein bisschen mehr. Hier soll ja dieses Gebiet nahe kommen. Und da ist natürlich, da wo jetzt der schöne Porsche steht, der steht dann unter Wasser, weil da haben wir jetzt nur... Oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je. Guckt euch das mal an. Und hier ist schon überdreht. Das heißt, wir sind hier, wenn man guckt, das ist schon ein halber Meter. Halber Meter, bis dahinter dieses neue Baugebiet unter Wasser ist. Wahnsinn. Und da mag man sich auch nicht vorstellen, was passiert, wenn da einer doch neu geht oder so. Aber hier dann fällt er nicht. Und was es mir eigentlich geht, ist dieses Verdunstungsreise. Wenn da das Wasser einen halben Meter steigt, sieht jetzt nicht so viel aus. Aber da reicht es noch ein bisschen mehr raus in diesem 10 Kilometer lange Tal. Dann ist der da hinten aber zu. Und da kommt ja diese große Baute ran. Keine Chance. So, und hier ist man ja weit weg vom Hochwasser. Ein riesiger Baumstamm. Und ein paar Enten, die es halt. Gucken wir mal zum Ruderclub da. Zum Stadtbalkon ist auch noch ein bisschen. Was sagt die Marke? Gucken. Gibt es ja Public Viewing. Oh, Baden verboten. Auch nicht für Ultras.
jetzt kommen wir dann zum Steinachbrückle. Da sind natürlich immer die Häuser ziemlich nah dran am Hochwasser. Das ist die Steinachbrücke. Da war es auch schon höher, einen halben Meter. Da sieht die Hochwasserlage schon anders aus. Wenn ich mich nicht täusche, ist hier das Hochwasser halt schon heute Nacht schon hier gestanden. Da hat es im Ruderclub aber nicht mehr viel gefehlt. Und dabei ist es ja schon ein bisschen abgegangen, runtergefallen. Ui. Und das Hochwasser war bis hier. Dabei stellt sich natürlich die Frage, wie viel da oben noch herkommt von dieser Ding heute. Das wird dann spannend. Wenigstens Ende geht's gut. Die haben ihren Spaß. Und da drüben ist die Freie Kunstschule. Da fehlt es natürlich auch nicht mehr viel, bis darüber geht. Nicht Freie Kunstschule, Kunstschule heißt die, glaube ich. Das ist jetzt oberhalb von der Steinach. Wenn hier immer was passiert, dann läuft das Wasser auf der Seite raus, an der Kante. Oder hier oben war es ja heute Nacht auch schon drin.